Moin Leute, willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Bequimbo. Wir zocken weiter hier auf ein neues Abenteuer bei Far Cry 6. Und ja, wir müssen mal schauen. Wir sind ja letztes Mal hier mit dem Galoppepferd zurückgekommen. Got nothing to say to you. Wir haben die Mission beendet. Und ja, jetzt geht es darum, die neue Mission anzufangen. Da müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Wo geht's jetzt hier lang? Kann man mit ihm sprechen? Nee, der hat gerade keinen Bock mit mir. Hola! Stay strong! Und mit dem hier? Auch nicht so. Gut, dann würde ich mal sagen, öffnen wir einfach mal die Map, damit wir mal sehen, was jetzt die nächste Mission ist. Da haben wir es doch schon. Feuer und Zorn. Du wirst mit Julio zusammen das Gefangenenlager angreifen. Brenn es mit dem Supreme von Juan bis auf die Grundmauern nieder. Wir müssen Castillo dort treffen, wo es weh tut. Damit alle wissen, dass Libertad noch immer kämpft. Aha, Wegpunkt setzen. Ja, genau, haben wir gemacht. So. Wo geht's jetzt lang? 22 Meter irgendwo hin. Ja, Leute, hier muss man wirklich erstmal hier den Durchblick haben. Mal jetzt ein paar Missionen gemacht, aber auch nicht alle. Und jetzt zeigt er mir da oben an, irgendwie da hoch. Soll ich dann gehen oder was? Da oben zu diesem Zelt oder was das hier ist? Ah ja. Da geht wohl die Mission weiter hier mit dieser. Got a job for you. Mit dieser Clara. Julio's not going to like this. Ja Leute, cooles Spiel immer noch. War jetzt natürlich lange wieder nicht drin, ne? Ich habe ja irgendwie nicht so die Zeit immer hier für diese Zockerei, jetzt vor allem jetzt für die Sommermonaten. Da hat man irgendwie noch andere Sachen zu tun. Ist man auch nicht so viel vor der PlayStation. Good. Aber you're im Winter, da wird es wieder anders. Aber wir sind auf jeden Fall dran an dem Spiel und. I don't need to tell you that. Viviro is the lifeblood of Castillo's regime. He's built work camps to produce it all over Yara. These plantations use outcasts as slaves to grow the tobacco plants they turn into Viviro. These are our people, Danny. Yeah, yeah, okay. Hit that hey. Slave camp hard. Suerte. Yep, machen wir. Sonst noch was? Folge no more ist. Talk, Danny. Hast vollkommen recht. Viel reden bringt auch nichts, außer dass man das zerredet. Er wartet an der Trip Julio. Gut, dann treffen wir Julio. Haben wir das Pferd hier überhaupt? Irgendwie kann man hier so ein Pferd irgendwie mitnehmen. Da ist ein Pferd. Wir müssen dahin eigentlich. Wegpunkt gesetzt. Gut. Ja Leute, jetzt geht einfach mal dahin, ne? Also zu Fuß. Weil wir haben ja irgendwie nichts. Das ist hier dieser Flammenwerfer. Sehr interessant. Flammenwerfer, jetzt haben wir hier so panzerbrechende Munition. Dann haben wir hier Wegbeischziehmunition. Dann haben wir hier eine ganz normale Pistole. Wir stecken alles ein natürlich. Hola Guerrilla! Time for a test drive of that Supremo. Now if things get too heavy with the soldados, just pull the trigger. But one tiny, tiny thing you should know. The Supremos are in an experimental phase. They need time to breathe after you use them. You know, so they don't overload and kill you. Could have told me before I strap one to my back. Just let that Supremo feed off the blood of your enemies. What? You'll get it, Danny. You'll get it. Oh, hier gibt's Zeug zum Mitnehmen. Streicheln. Haben wir auch schon lange nicht gemacht. Auf jeden Fall hat er ein cooles T-Shirt an. Nice boy. Naja, solange der nicht zubeißt, ist alles in Ordnung. Was? Geschütz verwenden? Nee, brauchen wir jetzt nicht. Dieser Typ da oben.
Der ist auch irgendwie weg. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Aber ich dachte, hier ist nur meine Werkbank. You're new around here. Die Autoteile liegen hier um die Bremsscheibe. Ja, das sieht schon mal so ganz gut aus. Wir seilen uns mal hier ab. Teilrutsche verwenden. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Guck mal hier, wie cool das hier ist. Guckt euch das mal an hier. Der Hammer, oder? So, komplett rüber gesalzt. Krokodil muss natürlich außen rum. Und jetzt, ja, jetzt geht's hier direkt weiter. Oh nee, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, das ist ein Blödsinn. Das wollte ich jetzt hier eigentlich nicht. Aber, ist ja kein Problem, ich kann ja die Seilrutsche wieder benutzen. Oder? Na klar. Jetzt nochmal eine Etage tiefer. So, und jetzt kann man hier eigentlich auch Kletterhaken benutzen. Und kann hier so hochklettern. Das haben wir auch noch nicht aufgemacht. Cool, absolut cool. Okay, die Knarre jetzt erstmal weg. Ja, da geht's nämlich runter. Der Riesenpfad, wir können auch den hier nehmen. Völlig egal. So. Er wartet auf Finca Perez auf der Strip Julio. Julio muss hier unten sein. Okay, dann mal hier über das Rohr. Ist auch schon geil gemacht, ey, muss man schon sagen. Was ist das? Mi amigo! Hey, que bola! Also jeder, der so eine Knarre irgendwie hat, der ist irgendwie für mich so eine Bedrohung. Habe ich immer das Gefühl. Ja, und jetzt, wo ist hier die Seilrutsche? Gibt's keine? Also ich lasse mich hier auf keinen Fall hier runterfallen. Aber wie war denn das mit dem Fallschirm nochmal? Habe ich den überhaupt noch? Bisschen Fallschirm? Bin da runtergefallen. Ich hab doch einen Fallschirm gehabt. Chat. Wie auch immer, also Baseball, Wahrnehmungsgranate. Also ich hab keine Ahnung, ob ich hier überhaupt irgendwas habe. Deswegen werde ich hier nicht runterspringen. Dann werde ich versuchen, hier irgendwie einen Weg zu finden, da runter zu gelangen. Durch die Büsche. Hoffentlich kommt hier keine Schlange auf mich zu oder irgendwie sowas. Ich habe ja den Krokodil-Amigo dabei. Ah, noch ein kleiner Sprung. Oh, das hat ein bisschen wehgetan. Aber wir sind am Leben, das ist die Hauptsache. Und hier gibt es aber auch irgendwie gar keinen Weg, ne? Also total alles. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt sind wir ja voll in der Pampe. Hier runter. Also wie ihr seht, hochinteressant. So, jetzt haben wir gerade ein Internetproblem und sind hier mitten auf dem Stein. Super. Aber es sieht fast so danach aus, als ob wir das hier ohne Probleme hinbekommen haben. Sehr gut, Leute.
Da ist der Julio. Stella, ciao, ciao, ciao. Didn't think you'd show. Listen, I'm not going to bullshit you. I wanted to do this alone, but Clara gave me an order. I can handle myself. Don't give a shit. So could Lita. She should be here right now, but instead, I get you. And I'm supposed to be in Miami. But instead, my two best friends are dead, and I'm stuck here with you. So, truce? Enough talk. Step one, we hit the tobacco. Step two, we destroy their poison supply. Step three, we get the fuck out of there, and Castillo gets a nice pretty message from Libertad. Got it. Take this gear. It'll protect you from fire, and more importantly, Castillo's fucking poison. Ausrüstung, genau. Set ausrüsten. Ja, das haben wir jetzt. Was haben wir noch? Set ausrüsten. So, Moment. Rüste die Fuego-Fäustlinge und die Schutzmaske aus. Wo sind die Fuego-Fäustlinge? Das würde ich jetzt gerne auch mal wissen. Häftlingshemd, Oberteil, Schutzmaske, Häftlingsrosenkranz. Habe ich das schon, oder? Inventar, Schießpulver, Schlüssel, logistisches Gegenstände, Schlüssel zur Waffenkammer. So, was ist das? Sprühdose. Beschädigtes Fleisch, das kriegt Krokodil. Lagerressourcen, Medizin, Metall, Benzin, Impromaterialien, Schießpulver. So, also. Das hier brauchen wir. Fuego-Fäustlinge, Set ausrüsten, habe ich gemacht. Ja, nee, das ist, dann kann er die Handschuhe nicht anziehen. Nee, der muss das hier haben. Gut. Machetero. Gut. Ja. Using the right protective gear in the right situation will keep you alive. Yeah, the right tool for the right job. Been hearing that a lot lately. Listen, Julio. Lita was like a sister to me. She shouldn't have been on that fucking boat. She died because of you, Ross. No. Anton Castillo killed Lita. If I could change anything, it would be me dying on that beach. Lita was a better person than I could ever be. And if she loved you, well, that just says a lot about who you are. Enough. Look, if you and I are going to do this, we need to know about the boss. You mean that shit they spray on Elise? Its real name is PG240, but we call it the poison because it fucked up your system. Try not to breathe it or get it on your skin. Shit. Okay. Its real name is PG240, but we call it the... Okay. Its real name is PG240, but we call it the poison because it fucked up your system. Try not to breathe it or get it on your skin. It can make you go fucking crazy or sick, like deep down sick. And if that doesn't get you, the cancer that grows inside you will. Coño. So you're military. Marksman? Close us up? What's your thing? I'm good with guns. We get along. We'll start thinking.
That gear I gave you was good for fire and poison, but Guerrilla has the gear that fits their style. Okay, we'll start thinking. That gear I gave you was good for fire and poison, but guerrillas need gear that fits their style, no matter the situation, or they get themselves killed. This is a good place to scout it. Right behind you. Let's see what we're up against. Up here, dale! Den Turm hoch. Das ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Ey. Ich komme mir hier vor wie Kuba irgendwo, wo der Krieg ausgebrochen ist. Aufstand von den Leuten. See the Viviro Tobacco and the yellow poison tanks? See. Punch holes in the tanks to let the poison out into the air. Fun fact. Poison and fire make a hell of a mix. Big boom. Same idea with the fumigators. They're hard to kill, but they can't take the heat. You've got a flamethrower. You've got that Supremo. Time to fuck up all this Viviro bullshit. You know, Lita and I had a ritual. Psych us up before battle. Hit me. El movimiento. De libertad. Oh, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. For Lita. For Lita. Let's make some chaos, Danny. Also diese gelben Tanks müssen zerstört werden. Shit, a fumigator. Der sprüht Gift rum. Der arbeitet da. Naja, wie auch immer, was wir jetzt hier zu tun haben, muss man schon sagen. Also wird hier eine tolle Aufgabe, aber das rote Zeug ist auf jeden Fall Gift. Oh ja, Gift. Also den sollten wir eigentlich so erledigen. So, wir gucken jetzt nochmal. Erobere den Zerstörer, den parallelen Plakat, das ist schon ein Kontrollpunkt. Nee, das haben wir nicht. Feuer und Zorn. Folge Julius Beispiel, zerstöre das Viviro Gefangenenlager, Danny. Du wirst mit Julio zusammen das Gefangenenlager brennen. Es mit dem Supreme von Joan bis auf die Grundmauer nieder. Wir müssen Castillo dort treffen, wo es wütet, damit alle wissen, dass Libertad noch immer kämpft. Mhm. Folge Julio. Okay, gut. Hier haben wir eine Tasche. Der Supremo ist. Wo das so? Okay, das mit diesem Supremo, das habe ich eigentlich immer noch nicht verstanden, aber das werden wir ja gleich sehen. Entfernung in Brand zu setzen. Natürlich. So, sabotiere die Viviro-Plantage. Ich kann die gelben Gifttanks mit Sprengstoff zerstören. Ich kann die Viviro-Plantage mit Sprengstoff niederbrennen. Ja, da gehen wir doch jetzt in die Tür.
No business bringing your croc here. Den fahren wir mal weg. Jetzt hier mal auf die Tour machen.
Beide zurück zum Bodenstein und Julio, wir haben es geschafft. Shit, you really can hold your own. I don't want to say I told you so, but... Look, we should move. That was a hell of a light show, and they're going to see the smoke. We work well together. See, listen, if you are good with Lita, you're good with me. Gracias, Danny. Gracias. Meet you back at camp. Okay, prima. Einsatz abgeschlossen, Leute. Und ab auf dem Pferd. Das hat doch Spaß gemacht, oder? Hier wird die Steuerung angezeigt. So Leute, wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Ja, jetzt müssen wir mal hier gucken, was auf unserer Map steht. Wieder ins Lager zurück wahrscheinlich. Kontrollpunkt, den haben wir auch noch nicht erledigt, aber gut, wir gehen mal zurück zum Lager. Ja, also es hat schon Spaß gemacht, muss ich schon wirklich sagen. Oye, Clara, I hope you can see the smoke from where you are. You struck a blow against Castillo today. I hope Julio wasn't too rough on you. He's hurting, but okay. I think Lita would be smiling right now. Danny, there's someone I want you to meet. His name is Benito. He's a local fisherman, which means boats for Libertad. He lives on the east side of Casas Cove. Always got time to make new friends. You're building bridges for me, Danny.
It's your gift. We need Benito. Talk to him. Sprich mit Benito. Lara, willst du den ehemaligen Ruello bei seiner Werft? Gut, das ist jetzt quasi eine andere Mission. Du willst unsere Hilfe, damit sag uns Treibstoffe im Depot, damit wir überleben können und mach einen kurzen Prozess mit Kommandante, dann werden wir uns nicht so schnell wieder beteiligen. Benito, da müssen wir hin, Leute. Und das werden wir beim nächsten Mal machen. Da sehe ich schon, da geht der Weg zurück. Ja, Freunde, ich denke, das war's für heute wieder. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen und es hat auch einen riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, wir sind für heute durch und wir machen beim nächsten Mal weiter. Das Spiel ist nicht Stopp. Ich kann es jedem weiterempfehlen. Let's go. Und ja, also ich zock's gerne. Ich habe zwar nicht mehr so viel die Zeit dazu, aber wenn ich dann mal hier drin bin oder so, macht das einen riesen Spaß. Easy. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und gerne liken, kommentieren, sonst irgendwas. Abonnieren den Kanal, mich unterstützen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Whoa!